Unsere Umwelt, unser Klima. Um sie zu erhalten, müssen wir handeln. Als einer der führenden Gastransporteure in Europa spielen wir von OGE eine tragende Rolle bei der Energiewende. Erdgas ist die emissionsarme Alternative zu Öl und Kohle. Über unser Netz versorgen wir rund 2/3 des deutschen Erdgasmarktes. Und in Zukunft werden unsere Leitungen immer mehr grüne Gase und Wasserstoff transportieren. Versorgungssicherheit und Klimaschutz haben bei uns oberste Priorität. Für einen wirtschaftlichen und klimafreundlichen Umgang mit dem Transportgut Erdgas setzen wir von OGE während Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie beim Netzausbau bereits seit 2010 unseren mobilen Verdichter ein. So sichern wir über 95% des Gases aus dem betroffenen Leitungsabschnitt. Unsere mobilen Verdichter sind autark funktionierende Einheiten in der kompakten Größe eines Lkw-Anhängers. Dazu gehört ein Team aus Ingenieuren, Industriemechanikern und Elektrotechnikern, die speziell für die Einsätze mit den mobilen Verdichtern ausgebildet sind. Mit entsprechender Vorbereitung ist die Mannschaft in der Lage, einen mobilen Verdichter innerhalb eines Tages zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Danach können einzelne Pipeline-Abschnitte geleert und gewartet werden, während der Gastransport unterbrechungsfrei weiter funktioniert. Angeschlossen wird der mobile Verdichter bei laufendem Netzbetrieb. Durch eine temporäre Leitung pumpt er das Gas in eine aktive Pipeline um. Dabei arbeitet der mobile Verdichter saug- wie druckseitig mit bis zu 70 Bar, um das Gas auf den Druck in der Zielpipeline zu komprimieren. Der Druck im Sperrabschnitt sinkt auf minimale Restdrücke von 0,5 bis 3 Bar. Die hochmodernen Kolbenverdichter werden von einem über 1000 PS starken Gasmotor angetrieben. Als Treibstoff nutzen sie einen Teil des abgepumpten Gases. Dadurch können unsere mobilen Verdichter autark an jedem Einsatzort betrieben werden. Für kürzere Sperrzeiten und noch bessere Kosteneffizienz können zwei mobile Verdichter parallel eingesetzt werden. Die Leerung der Pipeline hier in Seedeich an der Nordseeküste verdeutlicht, wie umwelt- und ressourcenschonend die mobilen Verdichter arbeiten. Beim Einsatz an der Nordseeküste wurden fast 2 Millionen Normkubikmeter Erdgas umgepumpt. Würden sie in die Atmosphäre entweichen, entspräche dies den Emissionen, die im Laufe eines Jahres durchschnittlich durch das Beheizen von ca. 15.000 Einfamilienhäusern entstehen. Stattdessen bleibt das Erdgas zur weiteren Nutzung erhalten. Auch andere Netzbetreiber profitieren immer häufiger von der Effizienz unserer mobilen Verdichter. In Deutschland und dem benachbarten Ausland. Gut für unsere Kunden, gut fürs Klima. OGE.